Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Ich muss auch meinen Kutscher mal mit vorstellen. Hi! Zu Superliminal! Ein sehr verrücktes Spiel. Wir wollen. Ich habe schon eigentlich einmal. Are you filled with feelings of self-doubt? Do you find yourself prone to minimizing massive dilemmas? Or for Die allowing dramatische the smallest Musik. problems to get blown completely out of proportion? At the Pierce Institute, our patent-pending Somnusculpt technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort of our flagship clinic. Located right next to the secondary overflow parking lot at the University Medical Center. Somnusculpt will make your dreams come true. Ah ja, darf ich jetzt anfangen? Danke. Ich wusste nicht, dass wir gleich so starten. Ich habe gedacht, wir wachen jetzt einfach auf. Ja. Aber warte mal. 208. Okay, aber da ist doch. Ich sehe den doch. Okay, warte. Ich habe das schon eigentlich mal gespielt, aber ich konnte das eben halt nicht aufnehmen. Ich sehe dich da doch. Na gut, wir haben gerade das Ding hier unterschrieben. Sims of Service. Sims. Ja. Eine Glocke. Können wir die betätigen? Das ist übrigens, wenn ich Maus klicke. Okay. Was? Perception is reality. Grab. Ah ja. Genau, das war das ja. Ui. So, das hätten wir schon mal. Das geht hier also um. Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to ILIDS, our interactive lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Das wird wundervoll. Steht er jetzt nah genug dran? Komme ich da jetzt rauf? Ja, geht. Also es geht darum, eben halt die Realität ein bisschen zu verschieben eigentlich. Nur ob jetzt. Objects. By on the point at all times. Nee. Aber wir können den dann nicht mit reinnehmen. Es ist ein Mini-B. Wir spiegeln uns auch nicht. Wir können auch nicht dahinter gucken. Wir sehen, dass da Jalousien sind. Das sehen wir auf jeden Fall. Also können wir da ein bisschen zumindest durchgucken. Jalousien. Und hier sehen wir gar nichts, weil das wirklich Spiegel sind. Ach nee, das sind gar keine Spiegel. Das sind Fenster. Oh. Oh. Ah. So, warte, warte, warte. Einmal die 8 darauf. Jo. Nehmen wir den mal wieder hier mit rein. Oh, bisschen größer Gott, ruhig. Auch Jalousien.
Wir müssen da ja mal ein bisschen hintergucken, ne? Hier sind gar keine Jalousien. Aber wir können ein bisschen Boden sehen. Da hinten war irgendwie ein Fenster oder sowas in der Richtung. Naja, gut. Dann wollen wir mal weiter gucken. Confirmed. You can move freely, interact with surrounding objects, and listen to messages from your patient care team. Please note that I am the standard orientation protocol, and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. Hallo? Hallo? Okay, man kann nicht so weit runter gucken. Wir können das richtig gut. Wir können das richtig gut. Das können wir. Zum Rotieren rechts und links halten. Können wir uns eigentlich bücken? Nee. Können wir nicht. Warte, wenn wir jetzt ganz nah rangehen, dann können wir das wahrscheinlich auch. Ja. Wie? During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence. I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Please complete the remaining orientation activities. Na Gott, sogar dann klingeln die nicht alle. Dann würde ich wahnsinnig werden. Leider. Wie kriege ich den jetzt wieder ganz klein? Aha. Okay. Warning. You have deviated from the orientation pathway. At the Pierce Institute, patient safety is a key node in our corporate priority tetrahedron. A variable degree of force can and will be authorized to ensure patient safety. Please return to the orientation pathway. Aber ich möchte doch gerne die Red Soda haben. Manu. Eine riesige Soda. Die ist aber alle. Warum verkauft der Automat leere Dosen? Ist schön, dass sie denen nicht mal an die Decke gedacht haben. Wunderschön. Ah, mein Rücken juckt. Augenblick. Ah. Ah, schrecklich. Dip, di, di, di. Warte mal, dann müssen wir den aber... Na, kriegen wir den da irgendwie rein? Kriegen wir den... Er wird auf jeden Fall kleiner, das ist schon mal sehr gut. Ah. Okay. Aber wir haben es denn gekriegt. Supi, haben wir gut gemacht. All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe dann müsst ihr ja hier versagen. Compromised by Somnasculpt, please provide a comprehensive rational explanation in your post-procedural survey. Completed surveys may be eligible for a gift card. Aber
Wunderschön haben wir das gemacht. People by the pointer objects will be filmed. Suspension of dreams lasted up to 1 year. Finds from one last night of sleep to 4. Be smart. Thank you for not objecting. Also, wenn ihr euch beschweren wollt, da unten ist die Nummer, ne? Es wird alles Video überwacht. Creepy. Tennisbälle und altes. Ah, nee, das sind gar keine. Das sind Äpfel! Das sind Äpfel! Hä? Oh! Au. Okay, das heißt also, wir können da auch wieder zurückgehen. Okay. Wenn ich das jetzt immer hintereinander mache, meinst du, das fällt auf? Ich finde die nicht raus. Ist das ein Fenster? Es ist ein Fenster. Okay. Und was passiert, wenn ich darauf drücke? Da hinten geht denn die Tür auf. Da! Ah, okay. Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Kriegen wir das denn, dass der so ungefähr im Feld, dass wir... Wir sind so richtig gut. Warum bin ich hier gerade in die Wand gelaufen? Danke. Ich frage einfach nicht nach. Höfliche Anerkennung. Jo. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Da ist ein Käse. Wir wollen gerne ein riesiges, ob wenn das richtig gehen würde, ne? Ah, da ist eine Wand. Ah, okay. Budup, budup. Wir haben einen Käse gefunden. Oho. Hier ist eine Wand. Ah, hier konnte man nicht weiter. Okay. Okay, das war... Hier sind anscheinend so ein paar Bausätze. Da ist der Raum, wo wir gerade eben drin waren. Da. Da ist der Käse. Den können wir auch mitnehmen. Komm, wir schmeißen mit Käse umher. Und die eine Stelle habe ich mir nicht gemerkt. Ich liebe das Ding. So, haben wir hier noch irgendwie was, was wir betätigen können? Da spiegelt sich da sogar drin. Nice. Haben wir hier noch irgendwas, was wir betätigen können? Irgendetwas? Nö, anscheinend ja nicht. Oh, dies. Hä? Nein, jetzt bin ich doppelt runtergepurzelt. Ach, ja. Okay. Nice. Ich hüpfe erstmal eine Runde auf dem Bett. Ja, ja. Ich stöße mir auch gar nicht die Birne. Ja. 3 Uhr. Ich habe Schluck auf.
Private. Ich wollte doch neu anfangen. Eine Stempeluhr. So da. Da kamen dieses Mal sogar zwei raus. Vielleicht lag da auch schon eine. Ein hübsches Bild von einer Wolke. Ha! Moinsen. Some doors are best left closed. Okay. Der hat so ein Spionage-Ding da drin. Weiß gar nicht. Heißt der nicht Spion? Das Ding. Ich liebe dieses Geräusch. Okay, da geht's lang. Okay. Ich verstehe die Logik, dass wir riesengroß werden. Aber nice. Nice gemacht. Muss man ja dazu sagen, ne? Weiter. Oha. Und warte mal, was ist? Ja gut, die Tür. Exit. Temporarily moved. Ah, okay. Das wäre auch irgendwie schön, wenn man hier noch irgendwo reingucken könnte. Man erwischt so ein paar dabei, wie sie gerade schnackseln. Das wäre auch noch richtig nice. So diese peinlich berührte Stelle. Sorry. Moinsen. Bin da. Das wäre auch noch ziemlich cool. Okay, also wir haben hier nicht mal einen abgeschlossenen Raum mehr. Ein Exit-Schild. Oh, was wir gerade aus Versehen weggeschmissen haben. Gut, hier haben wir noch ein paar mehr Exit-Schilder. Da drin kommen wir nicht. Feuerlöscher haben wir hier auch, glaube ich, keine mehr. Nicht wegschmeißen. Ja, ich habe es gemerkt. Okay. Halt. Nein, nicht wieder wegpacken. Können wir den irgendwie rotieren lassen? Okay, aber nach oben und unten geht es nicht. Können wir da jetzt hochspringen? Nee, leider nicht. Augenblick, ich hab's sofort. So. Moinsen. Hier liegen überall riesige Schilder rum. Was ist das denn? Ah! Nein! Ich möchte gerne rauf. Ich möchte ganz gerne da rauf. Da ist ein Koffer, den kann man garantiert öffnen. Öffnen. Kann man den. Hui. Okay, doch nicht. So.
So, ihr Lieben, das war's erstmal mit der ersten Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschüss.